Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir benutzen heute, glaube ich, wieder unser liebstes Stückchen, unser leckeres kleines Bienchen. Oh! Nein, doch! Oh! Denn ich sag mal so, die konnte ich wieder stechen. Ja, hier ist auch die Folge ganz Sinn. Gut, das war's. Tschüss. Ja, geht mal, Leute. Ciao, das war's. Das Witzige ist vorbei. Könnt abschalten. Ciao. Und speichert. Geil. Wir machen Conny-Witze und das Spiel mobbt uns. So, wir haben uns gedacht, die Schweine haben uns länger nicht gekümmert, denn die Fälle werden wir gerade. Boah, das war ein Überleiden. Die Fälle werden gerade gut bearbeitet und bepflügt und begrubbert und besaatet. Keine Ahnung. Besaatet, ja. Auch das. Das ist das Reality-Deutsch-Dingens. So, da dachten wir uns. Gucken wir mal zu den Schweinen und bringen wir denen ein bisschen Futter. Zuerst fange ich mal gegen die Holzwand. Und wir dachten uns, wir bringen denen mit Swagfutter, nämlich mit einem Kobaktlader. Ich bin gespannt, ob der Drescherklaus, der liebe kleine Drescherklaus da vorne, dem Kompaktlader auch weiß ich ein Schäufelchen gibt. Da bin ich gespannt. Ich finde auch das Ausdruck Schäufelchen so süß. Die Frage, ne? Wir werden es rausfinden. Vielleicht, aber vielleicht. Ansonsten machen wir es halt anders. Machen wir es halt aufwendig. Jetzt holen wir was aus dem Silo, kippen es irgendwo hin und dann sammeln wir es auf wieder scharf. So, Klausi, hallo! Ich glaube, du musst das manuell machen. Gut. Hast du Bock? Ja, das wäre sehr nett von dir. Also, Klausi, Klaus. So. Halt. Fahr mal dein Rohr. Strecke meine Hände zu dir aus, Ruth. Nee. Doch, oder? Kann jetzt was raus? Du nochmal. Hä? Hättest du jetzt geglitscht? Hä? Doch. Nee. Geh mal nach hinten, dass du über die Maschine gehst. Hä? Da kommt noch ganz kurz was raus. Ja, ne? Ich hab auch einen Füllstand von 0,88. Jetzt? Ja. Ist doch wenig drin im Kral aus? Ich habe jetzt 6 Gramm Sojabohnen, ne? Ja! Geklappt! Easy! Mach voll! Krass! Alter, wir sind intelligent, Leute! stoppt das automatisch? Ja. Über intelligent. Genau 2 Tonnen! Ja! Lässt sich an sich noch streichen. Ah! Vor allem, ne? So viel brauchen wir, glaube ich, gar nicht bei den Schweinen. Ich heb das mal ganz hoch, dass es mich überhaupt nicht umschleudert, wahrscheinlich. Oh shit. Wo willst du mitkommen? Das wird bestimmt spannend. Ich komm mit. Ich nehm bloß gleich mal. Ich hab mir so gedacht, schnell mal noch. Oh, ja, Problem. Das Zeug ist noch drin. Bist du umgefallen? Scheiße, scheiße, noch die Schwerkraft. Okay. Rudi, Hilfe! Rudi, die Hilfe! Oh Gott. Das Zeug ist noch drin. Ne? Also trotzdem, der Schwer, wir wollen den zweiten Kipper jetzt. Oh, Mensch. Meine Nase. Ja! Jetzt. Alter, bin ich nicht krass. Und auch wieder der Teil. Ja, pro Gamer. So. Ich leg's nicht drauf an, Leute. Keine Sorge. So, weiter geht's. Ich fahr vorsichtig, okay? Ja, das Ding ist günstiger, wenn du die Scheibe nach unten machst, oder? Warum günstiger? Ja, dann hast du nicht so einen Schwerpunkt. Ja. So, ach, das geht schon so. Physik und so. Physik, da hab ich gehasst. Obwohl ich gut darin war. Ich hab eine 1 geschrieben öfters. Und hat auch eine 1 im Zeugnis. Ja? Nein, bin ganz schräg ab, Buirut. Oh, die fahren gleich durch eine Kurve, das wird spannend. Ja. Yeah. Alter, wie krass ich einfach bin. Ohne Scheiß. Ne? Gut! Nein! Was geil ist, man nimmt die Schaufel einfach wieder runter, da verlagert sich ja der Schwerpunkt, dann klappt man sich auch. Nee, tut man nicht. Hallo. Ja, oder? Ja, schwer runter. Ja, geil. Weiter geht's. Oh mein Gott. Wir sind Profis.
Natürlich! Ach scheiße, nein! Und? Das sagt Nico, du musst da aufpassen. Ja, das hat Nico, der ist das wieder verwirrt und fährt auf den Berg, Urlaub oder so. Das kriegen wir. Ich bin auch in der Luft, das ist lustig. Oh Mann. Ich würde sagen, ich nehme das Teil mal runter, oder? Ruth? Hilfe, Ruth. Jetzt wird es natürlich schwierig, ne? Das krieg ich hin, Ruth. Und jetzt runter, ganz schnell. Falsche Seite! Ruth! Andersrum! Ruth? Ja. Ich weiß nicht, ob das ganz so geil ist, was du gerade machst. Ich liege auf dem Berg da vorne. Ja, ich bin gerade Versuchung an. Ich krieg das hin. Oh, ja. Soll die Schaufel runternehmen? Ja, mal, das krieg ich hin. Geil. Was ab? Ich finde immer noch sehr interessant, dass das trotzdem noch da drinnen bleibt. Nur trotzdem der Schwerkraft. Ja. Das ist einfach nur geil. Wir legen es auch gar nicht drauf an, dass wir jetzt irgendwas auskippen. Nur oh, das wächst schon. Was? Ich hätte so einen Teil gerne in Wirklichkeit, ne? Ja, also, das sind cool, die Dinger. Wenn es da irgendeine Firma gibt, die da gerne Product Placement technisch was machen will, wir sind dafür alle offen, ne? Also, ich hätte gerne so einen Teil. Ne? Ja, würde ich jetzt auch nehmen. Natürlich. Cruise ich zu dir nach Deutschland. Zukunftsorientiert, Mensch. Wieder gucken, wenn ich mit so einem Teil vor der Tür stehe. Oh, komm mal hin! Und Conny in der Schaufel oben. Das ist ein richtiger Pool da oben eigentlich. Was transportieren wir eigentlich? Was ist das? Das sind Sonnenblumen. Ob das die Schweine mögen? Ja. Was transportierst du da eigentlich? Also ist das eine Gülle drin, Spotter? Gülle ist mit drin. Schweinis! Black Hallo. Beauty! Ich sehe dich in der Ferne, dein hässliches Gesicht! Wasser ist noch drin. Und Futter? Futter ist leer. Oh shit! Rot! Du baust wieder unnütze Sachen. Rot! Ich hab nicht gewusst, dass die Schaufel so breit ist! Wo liegst du jetzt? Im Baum! In der Luft! Rot! Im Baum! Kann ich jetzt Klimmzüge mache ich hier mit der Schaufel? Das ist natürlich blöd, ne? Okay. Rudi hat ein Problem, ich schwänge gerade einen Baum. Soll ich das jetzt fällen, oder? Das ist eine Idee. Anders komme ich hier nicht runter, glaube ich. Ich kann mich mal versuchen wegzustoßen, warte mal kurz. Ne, ich häng drin. Okay, ich säge. Ja, komm. Wir machen die brachialen Schritte, Alter. Leute, macht das nicht zu Hause nach! Ja! Vielleicht sind die Bosse. Jetzt häng ich auf dem Baumstamm. Warte, aber das krieg ich hin. Warte mal kurz. Wenn nicht, rufe ich dich mal ein. Ja. Nein, ich hab's geschafft. Das ist immer richtig krass. Kurz. So. Wo hast du deinen Hänger gelassen? Da steht vom Gülle-Dingens. Ach so. Das sieht nicht gut aus im Gülle-Dingen. So. Haben die denn Futter? Also die stehen alle da. Vielleicht warten die gerade. Die warten, ja. Futter haben sie keins. Dann würde ich sagen, gönnen wir denen doch was, oder? Ja, gönnen mal. Alter. Das Futter sieht aber anders aus wie das in der Schaufel. Ich weiß ja nicht. Flüssig ist da sogar noch was drin. Schaut aus, Alter. Aus damit. Ist es jetzt leer? Oh, gönn euch! Gönn euch Schwein! Da ist ja immer noch was drin, Alter! Das bisschen Scheiß ist voll! Und bei der reinen Kegel komme ich auch nicht! Tja, Schwein, es tut mir leid! Da würde ich sagen, können sich ein paar von euch vielleicht Freestyle bedienen? Ich lade das einfach nehmen. Ja, das, was davor liegt, das kannst du ja auch aufsammeln. Ja, das schütte ich auch gleich rein, ja, die können das behalten. Ja, genau. Oh. Kommen wir wieder wenigstens auf eine Sauberkeit von
10%. Hä, das geht nicht raus. Hä? Siehst du noch gerade auf den Arsch von der Sau hier, aber trotzdem geht's nicht raus. Sau. Wie sah das Ringelschwänzchen denn bewegt? Das sind Details. Und diese wunderbar voluminösen Arschbacken, mit denen sie sogar Nüsse knacken lassen. Das ist einfach durch die Arschräte. Wollen wir drüber reden, Leute? Ich bin für alles offen. Klein. Ja. Wollen wir drüber reden? Gut. Naja. Gut, weiß nicht, ob wir das Angebot in der Aufnahme annehmen sollen. Nee, ich bin gerade nicht ganz so sicher. Okay. Ich bin gerade etwas eingeschüchtert. So kennt er den Rayon ja gar nicht. Guck kein TTT, ne? Guckst du TTT bei mir? Manchmal. Dann solltest du das eigentlich gewohnt sein. Aber ja. Nee, wir sind ja ein seriöses Projekt, habe ich gehört. So, ich gebe das einfach hier aus auf dem Weg. So. Scheiß drauf. Ja. Er braucht irgendwann einen Misthaufen, ob alles hinhauen können, einfach so. Nee, das hast du doch hier. Hier, da rechts, diese. Das da. Hier rein. Da kann man alles reinhauen, einfach so? Ich glaube schon, ja. Ja. Was passiert dann daraus? Das ist ein Silo. Sicher? Ja. Okay, dann sammle ich es halt nochmal ein. Ihr seid ganz schön fett. Ihr Schweine. So wie eure Mutti. Oh, ich spüre die Schläge schon auf. Boah, das ist es wert. Wie jetzt, wenn da. Das sieht man ja richtig, dass das Sonnenblumenkammer sind. Das ist ja unglaublich. Ist nur gut zu wissen, wenn man links und wo links und rechts ist. Ja, das ist halt manchmal nicht so einfach, ne? Ja, das ist. Krass, manchmal. Also das ist ein logistischer Aufwand. Und dann kann man das mit dem Trecker auf Plattform. Sicher? Ja. Hab ich auch irgendwo in die Kommentare gelesen. Kommt nichts raus. Gut, will nicht. Will klebt. Nicht. Klebt. Ich fahr mal zurück. Ist hier draußen geht's wieder, drin wieder nicht. Hä? Leute, Kommentare bitte! Wir lassen das einfach mal derweil hier mal so liegen. Was ist das hier eigentlich? Das sind Futterreste, das Gelbe. Was ist das genau? Was für Futterreste? Ja, was haben wir vorher mal reingetan? Gönnermais ist das. Seit wann haben wir Gönnermais hier umgefüttert? Ist die Frage, ob der dann da reingeht. Ich glaube nicht. Der wird nicht krass. Haben wir ein Schwein mitgenommen auf dem Komposthaufen. So. Das ist eine voll spannende Folge heute. Also, die Schweine machen vielleicht nicht viel Sauerei, ne? Das sind erst nur 549 Liter Gülle. Nee, geht nicht raus, tut mir leid. Geht nicht raus, ja. Nee. Das ist so ein Quatsch. Er ist hier draußen, guck. Ja. Okay. Haben wir so einen Fleckenteppich, ist ja egal. Das ist dann wohl doch was für die Kommentare. Ja, jetzt habe ich eigentlich noch eine Idee. Schweinchen? Alle die Schweine aufladen? Das kann ich mal anzweifeln. Okay, dann lassen wir es gleich. Weil ich will man's. Ob ich da reinfahren kann? Hier ist es nicht so hoch. Also mal jetzt just for fun und so. Der Drescher Klaus ist da fertig mit dem Sonnenblumenfeld und hat immer noch nicht voll, ne? Also das ist ja mal voll. Ich würde sagen, wir fahren mal zurück, ne? Und der lässt den Trecker nicht hier stehen. So ist fein rum. Nee. Wo bin ich? Da bin ich. Da ist er da. Nee, bei mir ist alles flüssig. Flüssig? Flüssig, ja. Nicht flüssig, aber flüssig. Oh, Baum. Baum? Ich denke mir so, das Güllefass lassen wir halt mal hier oben stehen. Ich muss ja erstmal unser Gülletank voll werden. Krass. Bis wir den voll haben. Ja. Ich fahre einfach mal runter, ne? Mach mal, ich bin mal ordnungsgemäß. Ja. Ich hab's doch nicht.
wie ich einfach noch lebe, ne? Ich fahr zwar verkehrt runter im Ende, aber ist egal. Ja. Hey, U-Turn! Ich bin am Bahnhof. Krass. Und da drüben ist der Saat, Nico, ne? Ja. Was machst du? Saito! Mein Saito! Ich glaube, ich hab's in der Ferne drauf gehabt, in der Aufnahme. Leute, spult zurück und startet am besten dabei die Aufnahme neu. Guckt nach. Startet die Aufnahme neu. Hm, ist klar. Ja, ich hab mal kurz so gedacht. Was will denn Willi? Ach, Conny hat wieder gemerkt, dass wir Scheiße gelabert haben. Was erzählt er aber? Sperr den ein, das ist gefährlich für die Jugend. Ja, das sowieso. Ja. Bin ich verkehrt rum? So. Ja. Ist geparkt, das Teil. Ne? Sondern ich würde sagen, damit haben wir perfekt jetzt gerade eine Folge gefüllt. Das finde ich sehr, 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 sehr schön. Ja. Ja, Schweine füttern und so ist halt jetzt nur bedingt. Was schon? Was? Bedingt spannend? Was? Nee, doch. Ich fand's schon spannend. Also, so ist das ja. Doch. Es geht um unsere Schweine. Um die Zukunft unserer Fettleibigkeit. Was? Ach Gott. Leute, nehmt mir die Lizenz weg. Lizenz, wozu? Keine Ahnung. So. Aber Leute, ich würde jetzt mal sagen, schreibt mir in die Kommentare und seid ihr das auch aktiv in den Kommentaren. Das hilft uns wirklich und wir brauchen eure Hilfe, Leute. Ihr seht es. Okay. Der ganze Hof hier geht den Bach runter. Wer möchte uns helfen? Die Zukunft dieses Hofes liegt in eurer Hand. In euren Pfoten, in euren was auch immer. Da habe ich ja gerade das Video geguckt. Oder was? Was ist auch interessant? Könnt ihr drüber nachdenken. Egal. Lasst uns eine klitzekleine Bewertung da, ob es euch gefallen hat oder eben nicht. Das hilft uns immer wieder weiter. Auch zu selektieren, was wir in unseren Folgen machen sollen und was eben nicht. Und ja, Kommentare schreiben, ganz wichtig. Rian sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao.